Ja, ich habe heute schon eine gute Stunde, glaube ich, war es, frei von mir gegeben, einiges. Und jetzt halte ich mich an ein Manuskript, das etwas länger ist. Ich mache eine Pause, weil das jetzt sehr beunruhigend ist, dieser Satz. etwas länger ist, als ich ihn vortrage. Ich mache nur Ausschnitte draus und lege meine Uhr daneben, denn das wirkt das Publikum immer sehr beruhigend. Es sollte eigentlich genauer heißen, nicht Bemerkungen zur konkreten Poesie, sondern persönliche Bemerkungen zur konkreten Poesie. Anne Thurmann-Jais wollte auch, dass ich mal ein bisschen einen Rückblick mache. Sie haben ja jetzt schon einige Rückblicke gehört. Das war jetzt gerade wunderbar, was Eugen Gomringer so schön zusammengefasst hat und auf den Kern gebracht hat. Und Franz Mohn gestern, also ich hoffe, dass nicht zu viele Wiederholungen vorkommen. Einige der besten Stellen lasse ich jetzt raus, damit Sie sich vorstellen können, was Ihnen noch entgeht. Die ersten Gedichte, die ich nachträglich als konkrete Poesie bezeichnete, entstanden spätestens 1954. Als ich diese sprachlich äußerst reduzierten, vom hierarchischen Prinzip der Syntax befreiten Wortreihungen einem Freund zeigte, der sich zeitweise in der Schweiz aufhielt, wies er mich überrascht auf einen Schweizer Autor hin, der nicht nur Ähnliches produziert, sondern auch schon publiziert habe. Gemeint war Eugen Gomringer. Natürlich war mein größtes Interesse an einem Gedankenaustausch mit ihm geweckt. Zu einer persönlichen Begegnung kam es dann im Sommer 1956 in Ulm, Gomringer hat ja schon darauf hingewiesen, wo er nun an der Hochschule für Gestaltung tätig war. Gomringer erzählte mir von der brasilianischen Neugandris-Gruppe, mit deren Mitgliedern er sich auf den Namen Konkrete Poesie geeinigt hatte, in Anlehnung an die bereits etablierte Bezeichnung Konkrete Kunst, für die geometrische Abstraktion. Friedrich Achleitner und ich, wir waren mit seinem Motorroller eigens, also Vespa genau, unterwegs aus Salzburg, fanden den Namen auch für das, was wir machten, passend und schlagkräftig. Von da an betrachteten wir uns im Bunde mit dieser sich eben international formierenden radikal-poetischen Bewegung. Als um 1952 meine ersten Lautgedichte entstanden, war mir konkrete Poesie noch kein Begriff. Im Sinne Gomringers war sie eine minimalistische Wortpoesie, die sich auf der Fläche, dem Blatt, in Form von Konstellationen, nur weniger Grundvokabeln, manifestierte. Meine Lautgedichte sind hingegen zum Vortrag bestimmt. Inspiriert waren sie eher von den frühen expressiv-aphoristischen Kompositionen Anton Weberns als von literarischen Vorbildern, die mir damals noch kaum zugänglich waren. Ich habe heute schon in dem Gespräch hingewiesen, dass auch das japanische Haiku einen gewissen Einfluss hatte auf mich, ja sogar einen ziemlich großen, das ja immer nur einen Augenblick festhält, mit Zeilen zu 5, 7 und 5 Silben. Also eine strenge und trotzdem sehr konzentrierte oder gerade deshalb auch sehr konzentrierte Aussageform. Auch die eben heftig diskutierte informelle Malerei, die spontane Gestik des Action Painting, mögen einen Anstoß gegeben haben, entsprechend Ungegenständliches in der Poesie zu realisieren. Also asemantische Gedichte, die einzig und allein auf den sinnlichen Aspekt des Sprachmaterials, auf den spezifischen Ausdruckscharakteren der einzelnen Laute beruhen. Immerhin ist die menschliche Stimme unser unmittelbarstes Ausdrucksmittel. So unterschied ich von Anfang an grundsätzlich zwischen gesprochener und geschriebener Sprache, was ja spätestens seit de Saussure auch in der Linguistik üblich ist, und zugleich zwischen Laut- und Wortdichtung, also zwischen G
gegenständlicher, könnte man sagen, und ungegenständlicher Literatur oder Dichtung, wie man das auch unterscheidet in der bildenden Kunst. Von bereits existierenden Lautgedichten hatte ich, dank der Vernichtungswut der Nazis, nur äußerst spärliche Kenntnisse aus einzelnen Publikationen der 20er Jahre, die verschont geblieben waren, vor allem aus dem umfänglichen Band Dichtung und Dichter der Zeit im Banne des Expressionismus von Albert Sörgel. Als abschreckende Beispiele absurder Übertreibung zitiert er darin neben radikal-expressionistischen Gedichten von August Stramm, Franz Richard Behrens, Kurt Schwitters und Otto Nebel, auch die ersten Zeilen von Rudolf Blümners absoluter Dichtung Angulaina. Das Scherzo aus der Ursonate von Schwitters fand ich in der von Carola Gideon Welker herausgegebenen Anthologie der Abseitigen. Damals eine wahre Fundgrube für uns. Also was das für uns bedeutet hat, solche Bücher in die Hand zu bekommen, das kann man sich heute kaum noch vorstellen. Von den Lautgedichten der französischen Lettristen, die etwa zur gleichen Zeit wie meine entstanden waren, erfuhr ich nur gerüchteweise. Erst Anfang der 60er Jahre lernte ich durch Daniel Spörri in Paris François Dufresne kennen, mit dem ich später mehrmals bei internationalen Sound Poetry Festivals auftrat. Ob er sich als konkreten Poeten betrachtete, weiß ich nicht. Ich jedenfalls zähle Lautdichtung zur konkreten Poesie. Im Grunde ist sie sogar konkrete Poesie pur. Grundsätzlich unterscheidet sich Dichtung von normalem Sprachgebrauch darin, dass sie Sprache als künstlerisches Ausdrucksmittel mit selbstbestimmten Spielregeln betrachtet. Die Syntax ist da nur eine davon. Schon in klassischen Gedichten findet sich reichlich Ungewöhnliches. Eigenmächtige Wortumstellungen, verkürzte Sätze, perpetuierte Metren, verlagerte Akzente und diverse Reimformen. Wie schon weitgehend der sogenannte abstrakte Expressionismus, vollzieht die konkrete Poesie noch den letzten Schritt und behandelt die Sprache als von utilitären Zwängen befreites Werkmaterial. Obwohl es natürlich von Bedeutung ist, welche Begriffe man verwendet. Das fand ich eben auch sehr wichtig und schön an deiner vorigen Rede, dass die Bedeutung etwas ganz wesentlich ist, wenn man Wortdichtung macht und nicht beliebiges Wortmaterial verwendet werden sollte. So, man muss eigentlich den Finger mehr hinhalten, ich verliere dann. Ja. Alle Wörter sind in der ihnen zugewiesenen Bedeutung gleichgestellt. Überspitzt könnte man von semantischer Radikaldemokratie sprechen. Dies ist allerdings nicht im anarchischen Sinn des Dadaismus gemeint, vielmehr als offenes Aktionsfeld für neue Ordnungskonzepte. Ich spreche gern umfassender von konzeptueller Poesie. Grob gesagt stehen ihr drei Elementebenen zur Verfügung, die der Laute, die der Begriffe und die der Aussagen, also der Sätze. Jedes erstellte Sprachmodell baut auf die Interpretationskapazität des Rezipienten. Je intelligenter ein Rezipient ist, umso besser ist dann das Gedicht. Je geringer sie ist, umso weniger wird er herauslesen und damit anzufangen wissen. Das Unsagbare, Anführungszeichen, das Lyriker so eifrig in vergilbte Metaphern zu kleiden versuchen, bleibt unausgesprochen, schwingt vielleicht mit im assoziativen Spannungsfeld zwischen den einzelnen wie Bausteine gesetzten Wörtern. Konkrete Poesie nimmt das Wort wörtlich. Ich betrachte die Frühphase der konkreten Poesie in ihrer geradezu heroischen Askese als rigorosen Reinigungsprozess im poetischen, der poetischen Sprache. Aus dem Bestreben nach äußerster Ökonomie der Mittel folgt geradezu programmatisch die Ausgrenzung von Redundanz, Tautologie und Metaphorik, ein Gebot,
das für mich auch heute noch gilt. Zeigt die Konstellation ein Beziehungsnetz schlichter Nennungen, so die Montage, wie wir sie in der Wiener Gruppe entwickelt haben, ein Ensemble knapper Aussagen, deren oft abrupte Anschlüsse jede narrative Linearität durchkreuzen. Auch wenn die Behauptung überraschen mag, an diesem Punkt kann es zu einer Berührung der konkreten Poesie, falls man Montagen als solche noch gelten lässt, mit dem Surrealismus kommen, dessen befremdliche Konfrontationen bildlich entfernter Begriffe eine Entkonventionalisierung und damit Erweiterung der Assoziationstätigkeit provozieren. Vielleicht definiere ich konkrete Poesie in gewissen Programmpunkten enger, in ihren Erscheinungsformen aber weiter als einige Kollegen. Wenn man sich mit den sinnlichen Qualitäten des Sprachmaterials auseinandersetzt, kommt man zwangsläufig zu einer prinzipiellen Unterscheidung, wie ich schon gesagt habe, zwischen geschriebener und gesprochener Sprache. Es hat mich früh schon gewundert, dass sich die konkrete Poesie anfangs nur mit der visuellen Seite der Sprache, der Schrift, den Schriftzeichen beschäftigte. Mir war die auditive Seite, die ja die ursprüngliche ist, immer genauso wichtig. Dass ich von Anfang an bewusst auch Hörtexte produziert habe, betrachte ich als meinen vielleicht wichtigsten Beitrag zur Entwicklung der konkreten Poesie. Natürlich gelten für mich bei der auditiven Poesie dieselben Prämissen wie bei der visuellen. Äußerste Ökonomie der Mittel, Fokussierung auf die Essenz der intendierten Botschaft, ohne jedes schmückende Beiwerk. Für das Hörspiel bedeutet das Verzicht auf monologische und dialogische Tiraden, Vermeidung untermalender Musik oder bloß illustrativer Geräusche. Jeder Ton, jedes Geräusch muss ein funktionaler und damit unverzichtbarer Bestandteil der Gesamtkonzeption sein. Es hat allerdings bis in die 60er Jahre gedauert, bis sich der Rundfunk, vor allem dank der Initiative Klaus Schönings im WDR, für eine ihm doch angemessene radiophone Kunst öffnete und ich im Tonstudio meine längst vorhandenen Partituren und Entwürfe realisieren konnte. Das neue Hörspiel ist nicht mehr Dialogtheater hinter geschlossenem Vorhang, sondern ein komplexes Schallereignis aus Sprache, Tönen und Geräuschen. Zu seinen wichtigsten Protagonisten gehören Franz Mohn, Ernst Jandl, Ferdinand Grievert, Mauricio Kagel und John Cage. Ich denke, auch mich darf ich dazuzählen. Aufgrund der neuen Möglichkeiten radiophoner Kunst ist bei der auditiven Poesie nun zu unterscheiden zwischen Sprechtexten, die zum Live-Vortrag bestimmt sind, und synthetischen Texten, die speziell für Tonträger konzipiert sind. Also meine synthetischen Texte, wie ich sie nenne, sind teilweise sogar auf Millimeterpapier, also bis ins Letzte genau notiert, also ähnlich wie elektronische Musik. Doch nochmals zur visuellen Poesie. War Apollinaire in seinen Kalligramm Anfang des 20. Jahrhunderts noch eine überraschende Erweiterung des Gedichts ins illustrativ-bildhafte gelungen? Die Figurengedichte des Barocks sind demgegenüber metaphorisch, etwa wenn die Gerechtigkeit in Form einer Waage veranschaulicht wird. So bedeutet Döhls Apfelgedicht, jetzt kommt's, also das kann ich mir nicht schenken, nicht nur einen Rückgriff auf eine historische Position, sondern auch eine Tautologie, eine Illustration dessen, was der Text ohnehin schon sagt. Und das ist, wie ich meine, bei einem konkreten Text unbedingt zu vermeiden. Ich komme deshalb immer wieder auf dieses Gedicht zu sprechen oder auf dieses Ideogramm, weil es immer wieder publiziert wird, sogar in dem Literaturlexikon von Melzer, das ja immerhin ein seriöses Unternehmen ist, steht als Beispiel für konkrete Poesie dieses Gedicht drin. Und bitte? Sie es nicht bitte mal nennen, ich kenne es nicht. Ja, also es wird... Es
Es wird immer wieder Apfel geschrieben und das Ganze ist dann in Apfelform ausgeschnitten. Also das heißt, dass die Form wieder entspricht. Bitte? Ja, und dann ist noch als Karlauer. Ja, es hängt, ihr hängt nebenan, welcher. Und als Karlauer ist dann irgendwo noch das Wort Wurm drin. Und das macht natürlich seinen wesentlichen Erfolg aus. Ne? Das ist ganz klar, denn wenn man über was lachen kann, dann findet man es schon sehr viel besser, als wenn man nicht lachen kann. Ja, also diese Sache. Also ich verlange sozusagen von einem visuellen Text, dass seine Visualisierung eine Information bringt, die der Text oder die verwendeten Wörter selbst noch nicht in dieser Form haben. Ja, es bleibt uns nicht erspart. Ja, das also schnell umdrehen. Es hat ja irgendjemand aus Spaß noch dasselbe mit einer Birne gemacht. Ne? Also ein Gedicht in Birnenform. Ja, und meine Forderung, wie gesagt, ist das, dass eine Information zustande kommt durch die Visualisierung eines Textes, die erst durch diese Visualisierung zustande kommt. Also wenn ich ein Beispiel nennen kann. Sind Sie froh, dass jetzt den Wurm entdeckt hat? Der Spiegel hat übrigens mal einen Artikel über konkrete Poesie gemacht. Kannst du dich erinnern? Das glaube ich, ging hauptsächlich, als dein Buch im Rowohlt Verlag erschienen ist. Also ein einziges Mal hat der Spiegel über sowas geschrieben und hat mit der typischen Überschrift: Der Wurm ist drin. Das ist also ein richtig Spiegelstil. Ja, und als ein Beispiel, ein Ideogramm, das ich gemacht habe, ich habe jetzt keine Beispiele mitgebracht, das ist zu kompliziert, das ist auch zeitraubend. Aber ich kann es Ihnen kurz beschreiben, das ist viermal Leib aneinander geschrieben, also mit Abstand in einer Zeile geschrieben und untereinander auch, sodass es ein Quadrat ergibt. Und die letzten zwei Leib sind aneinander gerückt, sodass das Wort Bleib auch erscheint. Und eben eine Berührung der zwei Leiber, es ist sozusagen ein Liebesgedicht, wenn man so will, auf den Punkt gebracht. Aber das ist zum Beispiel ein Text, den man nicht versteht. Wir haben heute darüber gesprochen, dass in einer sowjetischen Zeitung noch, Literaturzeitschrift, eine Seite über die Wiener Gruppe erschienen ist, unter Wiese welcher Unsinn. Und um das zu beweisen, haben sie die letzte Zeile weggelassen. Also dann ist natürlich wirklich, kommt also eine Leere zustande. So, also das, was ich jetzt gesagt habe, ist nicht in meine Zeit eingerechnet. Vor allem nicht das Heranschleppen des Döls. Die Nazis hatten so gründlich kulturellen Kahlschlag betrieben, dass nach Kriegsende kaum eine Chance bestand, an Informationsmaterial über die verfemte sogenannte entartete Kunst heranzukommen. Es gab Leute, die begeistert in die Ausstellung Entartete Kunst gegangen sind, um anständige Bilder der zeitgenössischen Malerei zu sehen. Und da wurde auch Saga du Printemps von Stravinsky gespielt als entartete Musik. Also man muss sich das mal vorstellen, was das für ein Wahnsinn war, diese Zeit. Eine ganze Generation war von der Nazi-Propaganda derart infiltriert, dass man schon misstrauisch beäugt oder gleich für verrückt erklärt wurde, wenn man sich für so abartiges Zeug interessierte. Das waren ohnehin nur ganz wenige. Man musste erst mühsam die Namen der wichtigsten Vertreter der Kunst der ersten Jahrhunderthälfte eruieren, um gezielt weiterforschen zu können. Vereinzelte Funde
Da hattet ihr das in der Schweiz wesentlich besser. Na, nehme ich an. Weil ich sehe ich so aus, oder? Eigentlich schon, ja. So, na gut. Naja, gut, da gab es ja doch keine Zensur und entartete Kunst war doch nicht verfemt in der Schweiz in dieser Zeit. Die wurde gekauft. Ja, eben. Sogar von den Nazis. Um billiges Geld. Vereinzelte Funde in Antiquariaten waren reine Glücksfälle und Neuerscheinungen gab es vorerst nicht. Ich habe schon den Sörgelband zum literarischen Expressionismus erwähnt. H.C. Artmann hatte ihn in seiner Bibliothek aufbewahrt. Artmann war ja etwa um 10 Jahre älter, um ein Jahrzehnt älter. Es enthielt unter anderem die wichtigsten Passagen aus der Wortkunsttheorie von Lothar Schreyer, die ich für eines der zentralen Manifeste des 20. Jahrhunderts halte. Eine Pflichtlektüre für jeden Autor, der auf historisches Wissen Wert legt. Jahre später hatte ich das Glück, Lothar Schreyer, Otto Nebel und Franz Richard Behrens, dessen Werke ich dann herausgab und noch herausgebe, persönlich kennenzulernen. Wie die serielle Musik der 50er Jahre sich folgerichtig aus der Schönberg-Schule entwickelt hat, also Anton Webern habe ich schon erwähnt, als ganz wichtiger Anregungspunkt, so sehe ich in der konkreten Poesie eine direkte Weiterführung der Wortkunst des Sturm, also diese Berliner Gruppe um Herbert Walden. Schon die Bezeichnung Wortkunst, sie geht bekanntlich auf Arno Holz, den Vater der modernen Dichtung, zurück, verweist programmatisch auf eine gewandelte Auffassung von Poesie, die ihr weitgehende künstlerische Gestaltungsfreiheit zubilligt. Also Arno Holz haben wir auch schon sehr früh kennengelernt und von Anfang an hochgeschätzt. Also ich bin ein absoluter Holz-Fan immer gewesen. Umso überraschter, übrigens nur über die deutsche Literaturszene eine Anmerkung, als Walter Emmerich die große Gesamtausgabe von Arno Holz im Luchterhand Verlag, glaube ich, herausgebracht hat, hat eine einzige deutsche Zeitung eine Notiz gebracht, das war die Zeit, und da stand, jetzt greifen die Verleger schon in die tiefste Mottenkiste und holen einen Arno Holz hervor. Das war die Reaktion auf diese Gesamtausgabe, die also eine wunderbare Leistung war. Ja, umso überraschter war ich, als Eugen Gomringer anlässlich unseres Ulmer Zusammentreffens den Symbolisten Stefan Mallarmé zum Ahnherrn der konkreten Poesie erklärte, während er den Sturmexpressionisten offenbar weniger Beachtung geschenkt hatte. Demnach waren wir aus unterschiedlichen Richtungen zu ähnlichen Ergebnissen gelangt. Erst als ich mich danach mit dem in seiner Zeit wohl einzigartigen Buch näher beschäftigte, wurde mir klar, was ihm an Mallarmé so wichtig war. Von Textvertonungen abgesehen entstanden anfangs musikalische und literarische Arbeiten parallel. Allerdings hat die Betonung des Sprachklangs bis hin zu konsequenter Lautdichtung durchaus einen musikalischen Aspekt. Später versuchte ich Formprinzipien der neuen Musik auch strukturell auf die Sprache anzuwenden, Textmaterial, also Wörter und Laute, nach seriellen Prinzipien zu organisieren. Ein dafür besonders geeignetes Verfahren ist die Permutation, meist nach der Fibonacci-Reihe, die ich zuvor schon in meinen 12-Ton-Stücken erprobt hatte. Ich komme ja sehr stark von der Musik. Übergeordnete Formmodelle ergaben sich aber auch unmittelbar aus der Thematik des jeweils zugrunde liegenden Textes. Ein Musterbeispiel dafür ist mein Sprechtext »Abhandlung über das Weltall«, in dessen Verlauf die Sprache der vermutlichen Zukunft des Universums entsprechend sukzessiv den Wärmetod stirbt. Die wechselseitige Bedingtheit von Inhalt und Form ist für mich übrigens ein zentraler Programmpunkt der konkreten Poesie.
etwas anders gesagt, drückt etwas anderes aus. Spartenübergreifende Realisationskonzepte, übrigens, wer sich das näher anschauen möchte, die Abhandlung über das Weltall und noch andere Texte in dieser Richtung, es gibt, glaube ich, noch Restexemplare, das bei, im Rowohlt Verlag erschienen, meine gesammelten Sprechtexte bis zu dem Zeitpunkt, als es erschienen ist. Inzwischen gibt es sehr, sehr viel neu, unter dem Titel Botschaft an die Zukunft, gesammelte Sprechtexte im Rowohlt Verlag, da ist auch eine Kassette dabei. Spartenübergreifende Realisationskonzepte kennzeichnen einen Großteil meiner Werke. Musik, Sprache und Bildnerisches haben sich im Lauf meiner künstlerischen Entwicklung zunehmend vernetzt, oft bis zu einem Punkt, an dem es müßig ist, zu fragen, ob es sich hier um Dichtung, Musik oder bildende Kunst handelt. So, jetzt lasse ich da noch eine ganze Menge aus. Wie steht es nun mit der konkreten Poesie innerhalb der Wiener Gruppe? Die Antwort auf diese Frage hängt davon ab, wie eng man den Begriff konkrete Poesie fasst. Wenn man darunter lediglich Konstellationen weniger Wörter auf einem Blatt versteht, gibt es konkrete Texte nur von Achleitner, mir und anfangs Oswald Wiener, der seine sporadischen Versuche jedoch wieder schnell verwarf. Einige Beispiele wurden 1960 in der großformatigen Zeitschrift für konkrete Kunst Spirale publiziert. Ich fasse den Begriff allerdings weiter und schließe auch zyklische Texte mit ein, bis zu meinem ganzheitlich durchgestalteten Buch Rhythmus R von 1958. Ein Jahrzehnt später realisierte ich davon im Sender Freies Berlin eine dem neuen Medium entsprechend modifizierte Hörversion. Auch auditiv, da ist sogar das Umblättern mit, also ein Versuch, ein totales Buch zu machen. Auch der Tasteindruck des Blattes ist mit einbezogen. Auf einem Blatt ist auf der Rückseite ein Sandpapier eingeklebt, sodass man den Tasteindruck rau hat. Also es gibt in dem Buch gibt es Begriffe, es gibt Benennungen, es gibt Aussagen, also sogar ganze kurze Beschreibungen, beispielsweise des Rasierens. Das Ganze geht auch wieder etwas, was mit Rau zu tun hat. Und dann gibt es die Dinge selbst, also zum Beispiel eine Seite, die rot ist. Also da braucht man das Wort rot natürlich nicht mehr. Der Döll hätte es vielleicht noch dazu geschrieben. Ich habe nichts gegen Döll, er war ein netter Kerl. Aber das sind so kleine Bosheiten, müssen Sie einem Wiener schon verzeihen. Dann ist noch ein Blatt, das rausgerissen wird. Es geht also immer um R. Also gestern haben wir ein schlechtes Gedicht gehört, wo das R ausgelassen wird in dem die nach dir gekommen ist, die Dame. Ja. Das gibt es auch schon im Rhythmus R, nur eben nicht illustrativ oder geschmäcklerisch, sondern eben ganz hart durchgezogen. Buchstaben, Metamorphosen und Rhythmisierung des Lesetempos als zusätzliche Parameter ins Spiel kommen. Also die kommen. Auch diese Schritte. Da muss ich noch den Anfang des Satzes lesen, sehe ich gerade. Im Gefolge von Rhythmus R, wo die Anzahl der Wörter auf einer Seite und damit auch der Vorgang des Umblätterns dem Gesamtkonzept entsprechend kalkuliert sind, habe ich drei kinematografische Texte entworfen, die übrigens hier gezeigt werden, wie ich gesehen habe in der Ausstellung. Bei denen nun Buchstaben, Metamorphosen und Rhythmisierung des Lesetempos als zusätzliche Parameter ins Spiel kommen. Auch diese Schriftfilme, die ich 1969 im Trickstudio des SFB realisieren konnte, sind für mich konkrete Poesie. H.C. Artmann dagegen stand der schwarzen Romantik und dem Surrealismus nahe. Trotzdem zeigen etwa seine Verbarien und kurzen Theaterstücke wie Blatt und Nebel zumindest ansatzweise
einen gewissen Einfluss der konkreten Poesie, wohl ein gruppendynamisches Phänomen. Konrad Beyer hat sich von seiner anfänglichen Artmann-Nachfolge bald gelöst und sich nicht nur in Gemeinschaftsarbeiten mit mir wie Bissen Brot und Versuch einer Mustersternwarte, dass der konkreten Poesie so stark angenähert, dass ich bei der Herausgeber seiner sämtlichen Werke, er hat 1964 Selbstmord begangen und der Großteil war noch unpubliziert, und diese schreckliche Arbeit ist mir dann am Hals hängen geblieben, so stark angenähert, dass ich bei der Herausgabe seiner sämtlichen Werke für einschlägige Texte eine eigene Abteilung konkrete Poesie einrichten konnte. In seinem unvollendeten Roman Der sechste Sinn, der wieder eher zum Surrealismus neigt, findet man immerhin auch Passagen, die sich der konkreten Poesie zuordnen lassen. Als konkreter Poet bezeichnet zu werden, hätte er sicher als zu einschränkend empfunden, trotz seiner Sympathie für jede Form von Radikalität. Ich komme schon langsam zum Ende. Anfang der 60er Jahre begann sich mein Wiener Freundeskreis allmählich international zu erweitern. 1960 besuchte ich mit Friedrich Achleitner die Spirale-Redaktion in Bern, wo wir Dieter Roth kennenlernten, mit dem ich dann eine enge Freundschaft verbunden hat. Wir kamen uns zufällig auf der Straße entgegen. Keiner wusste genau, wie der andere aussieht vorher, doch erkannten wir uns sofort und waren von da an Freunde. So schnell ging das, und wir haben dann auch noch die ganze Nacht im gemeinsamen Bett, aber ohne Sexualität verbracht. Dazu waren wir aber übrigens viel zu betrunken. Wir verbrachten ganze Tage miteinander und übernachteten gemeinsam in der chaotischen Wohnung eines Bekannten von Dieter. Natürlich hatten wir schon früher voneinander gehört. Daniel Spörre hatte mir einige Hefte seiner Publikationsreihe Material geschenkt. Für das sechste waren Beiträge der Wiener Gruppe im Gespräch, doch bevor es erscheinen konnte, musste er die Reihe einstellen. Das war ein typisches Wiener Schicksal. Eines dieser Hefte, das war auch bei Nota so, du wirst ja Nota auch noch kennen, Tim, ne? Diese schmale Seite. Sie wollten auch ein Heft von uns machen, und genau bei diesem Heft ist es eingegangen. Also bevor es erschienen ist. In meiner Berliner Zeit ab Mitte der 60er Jahre, also ich bin 64 aus Österreich richtig geflohen, als Dieter Roth von der konkreten Poesie zu ihrem extremen Gegenteil einer anarchisch-künstlerischen, anarchisch-destruktiven Kunstpraxis wechselte, kam es zu einer engen künstlerischen Zusammenarbeit. Trotz dieses Gegensatzes. Ich beschäftigte mich damals mit automatischen und zufallsgenerierten Verfahrensweisen, und Roths totale Unbekümmertheit beim Kunstproduzieren hatte in dieser Phase auf mich einen erfrischend lockernden Einfluss. Auch Oswald Wiener, der inzwischen ebenfalls nach Berlin emigriert war, beteiligte sich sogleich an den gemeinsamen Arbeitstreffen. Friedrich Achleitner, der ein Berlin-Stipendium erhalten hatte, und Günter Brus gesellten sich, der zum Wiener Aktionismus gehört, gesellten sich bald dazu, später noch weitere Freunde. Brus hat die Ergebnisse eines solchen Berliner Dichterworkshops, wie wir das genannt haben, in unserem Exilorgan, die Schaßtrommel, dokumentiert. Schaßtrommel ist im Norden Deutschlands ein unbekanntes Wort. Schaß heißt Furz und ist also sehr vulgär. Und Schaßtrommel ist ein fürchterliches Schimpfwort. Und du Schaßtrommel, das ist also entsetzlich, wenn man das jemandem sagt. Daneben gab es auch eine Reihe öffentlicher Veranstaltungen, wie die schon legendär. Die Schimpfsprache ist ja übrigens eine sehr expressive Sprache. Und das hat mich auch daran interessiert. Im Rhythmus R ist auch eine Passage, wo der Leser
furchtbar beschimpft wird, er soll seine Rotznase wieder mit R nicht überall reinhängen und so weiter und lieber den Regen riechen. Also das sind alles Begriffe, die mit R beginnen. Und das Ganze hat als Thema, ich habe ja nie eine Handlung, aber ich habe Themen. Das ist ja nicht genau das Gleiche und das Thema in dem Fall ist zuerst einmal der Buchstabe R oder der Laut R, also statt meines Rückens, den ich in dem Buch habe als Abbildung meines Rückens, habe ich natürlich, musste ich ein Geräusch finden, das mit mir und zu tun hat und mit R beginnt. Und das war dann ein Rülpser, den ich reingenommen habe. Und da habe ich vorher Coca-Cola getrunken, weil sich das besonders zum Rülpsen eignet. Aber das ist nicht als Provokation gemeint, sondern als Ausdrucksmittel. Ne? Wer es als Provokation auffasst, das ist eben Auffassungssache. Daneben gab es auch eine Reihe öffentlicher Veranstaltungen, wie die schon legendären Konzerte, selten gehörte Musik, die an verschiedenen Orten in Deutschland stattfanden und häufig happeningartig ausuferten. Das meiste davon ist auf Schallplatten festgehalten. Ausführlich berichtet habe ich über diese gemeinsamen Aktivitäten in meinem Aufsatz Von der Wiener Gruppe zum Berliner Kreis, einen Beitrag zu dem Sammelband Miteinander, Zueinander, Gegeneinander, der 1962 im Ritter Verlag Klagenfurt erschienen ist. In diesem Zusammenhang sind auch nähere Kontakte zur Fluxusbewegung zu erwähnen. Zu meinen Berliner Freunden gehörten nicht nur Emmett Williams, der trotz seiner gelegentlichen Fluxusaktivitäten der konkreten Poesie treu geblieben ist, sondern auch Thomas Schmidt und Ludwig Gosewitz. Neue Freundschaften ergaben sich zudem bei internationalen Sound Poetry Festivals in Frankreich, England, Schottland, Schweden, Holland, Italien, Kanada und den USA. So mit François Dufresne, Bernard Herzig, den ich also besonders schätze in der französischen neueren Literatur, Henri Chopin, Robert Filliou, Jean-Jacques Lebel, Michel Metaille, Ilse und Pierre Garnier in Frankreich, mit Bob Cobbing und Jeremy Adler in England, mit Tom Leonard in Schottland, mit Stan Hanson in Schweden, mit Maurizio Nannucci und Arrigo Laura Totino in Italien. In Prag besuchte Jerzy Kolasch sowie Hirschall und Josef Hirschall und Bogumila Gregorova. Hinzu kamen aus den USA John Cage, Nam June Paik, Jackson McLaw, Benjamin Patterson, Dick Higgins und Alison Knowles. Sicher fehlen noch manche wichtige Namen, die mir gerade nicht eingefallen sind. Zur Vertiefung der kollegialen Beziehungen trugen wesentlich die alljährlichen Wochenenddiskussionsrunden des Bielefelder Kolloquiums bei, die, initiiert und betreut von Jörg Treves und Klaus Ramm, 25 Jahre lang bis 2002 stattfanden. Für all diese so anregenden Begegnungen gibt es heute keine öffentlichen Gelder mehr, eine spürbare Verarmung. Immerhin sehr schön, dass das klappt, dass wir uns hier wieder getroffen haben. Dank dieser Initiative von dir. Sicher sind nicht hier alle genannten Namen der konkreten Poesie im engeren Sinn zuzurechnen, doch erscheint es mir unbestreitbar, dass die konkrete Poesie übernational eine grundlegende Neudefinition der poetischen Sprache als autonomes künstlerisches Gestaltungsmittel und Material geleistet hat. Danke. Applaus